Das Einfachste, was man mit einer Aussage machen kann, ist, sie zu negieren. Und das sehen wir hier oben auch in dieser ersten Wahrheitstafel, wenn wir einmal ausgehen von der Aussage D, nachts ist es dunkel, dann lässt sich nicht D ganz einfach deuten als nachts ist es nicht dunkel und man erkennt in der Wahrheitstafel, dass wenn D eine 0 hat, genau das Gegenteil davon bei nicht D zutrifft, also aus der 0 wird durch die Negation eine 1 oder auch aus der 1 wird durch die Negation eine 0. Nun sprachlich gesehen kann man erkennen, dass es sehr einfach ist, das Wort nicht einzuschleusen und dadurch haben wir ja in unserem geschriebenen Satz hier eine Negation erreicht. Nachts ist es dunkel. Die Negation dazu, nachts ist es nicht dunkel. Das funktioniert hier auch in unserem zweiten Satz noch ganz gut. Wenn wir mal ein kleines bisschen runtergehen, dann sehen wir aber auch noch andere Varianten, die wir hier sprachlich machen können. Bei unserem Satz, Thomas Gottschalk ist Bundespräsident, können wir auch davor setzen, es stimmt nicht, dass Thomas Gottschalk Bundespräsident ist. Dadurch haben wir eben auch sprachlich hier die Negation gemacht. Beim nächsten Satz hier haben wir stehen unendlich viele Primzahlen. Dann wird durch die Negation hier ein endlich daraus. Es gibt endlich viele Primzahlen. Und was Sie auch noch machen können, ist der Begriff kein kann hier einfließen. Es gibt intelligentes Leben auf anderen Planeten und die Negation dazu wäre, es gibt kein intelligentes Leben auf anderen Planeten. Nun, da wo es sprachlich drauf ankommt, kann man also auf verschiedenste Weisen hier in irgendeiner Form tätig werden und etwas einfließen lassen. Das ist aber nur für die sprachliche Komponente interessant. Für die mathematische Seite, wo wir eben mit den Aussagen Variablen arbeiten, ist es sehr einfach, immer dieses Symbol für das Nicht, für die Negation dort so voranzustellen.